Hallo, wir befinden uns gerade auf dem Weg Richtung Salzkeller. Wir haben jetzt gedacht, jetzt verdienen wir inzwischen so viel Kohle, oder wenn der Schütze dabei ist, der verdient eh Geld wie blöd. Der Forscher erzählt, dass er Millionär jetzt geworden ist durch irgendeinen Hit von ihm. Aber dachte, jetzt leisten wir uns auch mal noch die Fahrt. Wir sind im Salzkeller angekommen. Wir machen weiter wieder heim, wir saufen natürlich nur wieder. Auch die Uschi ist am Lachen. Die Uschi hat eine Muschi. Ja, neues Lied, oder? Haben wir ein neues Lied, oder? Alkohol, du böser Geist, ne? Uschi, wo ist noch deine Muschi? DJ Uli in der Haus, immer beschäftigt. Ich geh jetzt mal kurz zu Uli. Party Gorilla! Hey! Der Meister DJ bei der Arbeit, DJ Uli. Moment, DJ Uli. Jetzt bin ich vollzählig. Hey! Schanda! Danke! Der Daniel ist auch da. Auf jeden Fall. Du musst ja das Hip-Hop-Deck vertreten. Ja, auf jeden Fall. Die sind quasi komplett wie angekündigt. Ich bin schon geküsst. DJ Uli! Schutze mit seiner dicken Schutze und der Patrick Vogel mit seinem Vogel und der Stefan von mir kann auch mit dem Check hier. Ich sage immer, jeder Mensch hat einen Laster und bei uns ist halt eben das Trinken. Man muss auch mal was trinken. Muschi, was sagst du? Sie gibt uns recht. DJ Uli dreht gerade vollkommen durch. Uli kann nämlich, der kriegt gleich keine Ausgasspunkt. Jedes Jahr putzt ich voll wie nur mit Haar. Stefan ist voll wie Düse. Hey, wir waren gerade heimgefahren. Also, da wir ja eh schon so bunzig sind, da ja der leck ich am Arsch. Da der ja der Schürze inzwischen Millionär ist, haben wir ja vorher schon festgestellt. Wir haben den Chauffeur von Jürgen Drews. Wir haben den Chauffeur von Jürgen Drews und von Patrick, der Vogel. Ciao, ciao. Hatten wir mal hier gerade so Tokio Drift in Ravensburg im Parkhaus. Im Marienparkplatz.
Ja. Ich bin, glaube ich, mal angeschnallt. Ich leck mich am Riemen. Die Vorderräder so knacksen, das gehört dazu bei dem Auto. Echt jetzt? Ja, Uschi, ich war bei Audi, die haben gesagt, das gehört so, das ist die Bremse. Das Knacksen. Die Uschi fühlt sich gerade nicht wohl. Das ist 6.000 Euro Bremsanlage, Michi, und die muss so knacksen. Michi, die Uschi fühlt sich gerade nicht wohl. Was ist noch? Hä? Nee, man nur. Oh, Gott, ich hab mein Knie an den. Oh, kannst du mir bitte trotzdem aufzeigen, auf mein Knie drauf drücke? Das ist ja voll ich drück geil. Doch gar nicht. Nichts fahr weiter, das ich find's geil. Wenn ihr Frau wäre, hätte ich mir jetzt eine Gürkenmuschi gesteckt. Was denkst du, was da abgeben? Jede Frau, wo eine Muschi hat, heißt Uschi. Da heißt ja jede Frau Uschi. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Oder Gisela. Gisela, Meiserle. Meiserle. Nee, Uschi heißt in Wirklichkeit Zapze. Zapze. Ja, genau. Zapze, zapp mal ein. Und im Schutzhaus sind wirklich ein Aua. Wir befinden uns jetzt in der Heimat. Wir sind angekommen in meinem legendären Bierkeller. Wir sind alle da. Ist das so eine Autokamera? Boah, jetzt sind sie echt extrem geil. Ja, aber Schutz, jetzt komm halt mal her, wenn wir hier schon filmen. Ich gehe jetzt zum Schutz in Habe. Als Schutz extrem nüchtern ist und gesagt hat, er trinkt heute nichts. Ja, liebe Freunde, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich trinke Enzinger Sport. Enzinger Sport. Das weil ich muss morgen früh fahren und der Stefan muss morgen früh nicht fahren. Das Einzige, was der Stefan morgen früh fährt, ist Formel 1 auf PlayStation 2. Ja, tatsächlich nur PlayStation 2. Ich weiß, ich hab's gesagt. Ich zock nämlich gar nicht. Ich bin so ein Mensch, wo überhaupt ungefähr null zockt. Aber wir haben den Vogel dabei. Der Vogel ist immer da. Also. Ja. Patrick Vogel, im legendären Bierkeller, also hier, wo das Reh quasi damals gedreht wurde, die sogar die Uschi ist da. Also, Uschi, komm mal her. Die Uschi. Uschi, Uschi, komm. Uschi. Uschi, zeig mal deine Muschi. Nein. Da lacht sie, gell? Schutze, da lacht sie. Schutze, doch mal. Was zum Lachen. Jetzt soll ich mal was sagen. Also ich muss euch jetzt was sagen. Und ich muss es euch ernsthaft sagen. Seit ich jetzt überhaupt Freundin auf der Welt habe, habe ich jetzt die beste Freundin der Welt, weil die Uschi, ja, ihr dürft auch mal, die Uschi, die macht alles mit mir mit, die Uschi geht mit mir auf Partys, die Uschi geht auch mal nicht mit, wenn ich auf Partys gehe. Aber die Uschi ist die beste Frau, die ich je hatte bis heute. Das ist ein Applauswort, Jungs. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. So, drei, vier. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. Sozusagen, gute Nacht. Peace. Und bis morgen. Und bis übermorgen. Und bis der Stefan wieder stehen kann. Bis niemand mehr. Also nicht mehr.